Hallo da draußen. Mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in... Ich drücke die falsche Taste, weil ich nämlich der schlaue Kerge bin. Nee, wir sind unterwegs in Need for Speed Heat und ich suche mir jetzt hier mal ein nettes Rennen aus. Hier, da steht neu dran, nehmen wir das doch einfach mal. Und ja, wir sammeln jetzt ein bisschen Geld, um den Lancer Evolution noch etwas mehr... Na, sagen wir mal etwas rennfähiger zu machen. Ich habe jetzt einige Offroad-Teile verbaut, die den Leistungsindex deutlich gedrückt haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann im Endeffekt auswirken wird auf der Strecke. Aber ich möchte ihn jetzt erstmal noch nicht fahren. Ich möchte ihn einmal komplett ausgebaut haben. Zumindest in dem Sinne, im Sinne der Teile, die wir bisher freigeschaltet haben. Da wäre mir dran gelegen, dafür brauchen wir noch ein bisschen Geld und deswegen fahren wir gerade Skyline. Ups, Entschuldigung, ich muss da mal durch. Wie weit ist denn das? Wisst ihr was? Wir sehen uns da. So, und weiter geht das, nicht? Und wir fahren jetzt das Rundkursrennen Spitze. Ziel ist natürlich Platz 1, klar, was auch sonst. Und ich denke mal, gegen Gegner auf dem 240er Index könnte das vielleicht sogar trotz meiner Fahrkunst machbar sein. Wir hatten gerade hier einen kleinen Soundglitch, kann das sein? Naja, solange das Spiel weiterläuft und Windows nicht wieder abschmiert, ist das für mich alles in Ordnung. Ach, schön im Begrenzer rumtrommeln, genau so wird's gemacht. Aber andererseits, im dritten verliere ich so viel Drehzahl, dass ich dann auch das Gefühl habe, nicht mehr voranzukommen. Also kann ich genauso gut im zweiten in den Begrenzer schlagen und dann, sobald ich Grip finde, wieder raus beschleunigen. Da habe ich dann wahrscheinlich mehr von. Hoffe ich zumindest. So. Ja, das war auch ganz schön gefahren jetzt, oder? In die Kurve bin ich auch ganz nett rumgekommen. Komm, wenn ich schon sonst nichts kann, dann könnten wir wenigstens die Kurve lassen, ne? So. Ah, nee, doch, der Skyline, der macht schon Laune. Nach wie vor. So, hier können wir jetzt nochmal Nitro zünden. Wunderbar. Jawohl. Erste Runde hinter uns gebracht und wir sind immer noch auf dem ersten. So will ich das auch sehen. Und einmal hier um die Kurve. Ah, guck mal, der packt den dritten ja doch ganz gut. Ich werde doch gar nicht zurückschalten brauchen. Na doch, im zweiten verliere ich mehr Geschwindigkeit hier. Versuche gerade darauf zu achten. Ja. Ja, nee, der dritte eignet sich doch besser. Alles klar. So, dann schmeißen wir uns mal wieder in diese Kurve hier rein. Und schön in die Serpentine runter. Ja, schön im Regen. Aber dafür ist unser Allrad ja gemacht. Der hält uns sicher auf der Strecke. Das ist überhaupt kein Thema. Ist das eigentlich, wenn ich jetzt so ein Allround-Fahrzeug bauen wollte? Also so ein Auto, das in allem komplett neutral ist. Kann ich denn damit in allen Veranstaltungen einigermaßen mitfahren oder stinke ich dann total ab, weil ich einfach nirgendwo spezialisiert genug bin? Und ja, wir ignorieren einfach mal, dass ich gerade eben einfach mal komplett von der Strecke runter war. Ich bleibe hier jetzt erstmal nochmal im dritten. Jetzt auch nochmal so ein bisschen um die Kurve rutschen. Haben uns auch gerade unser Nitro aufgeladen. Ich hab's genau gehört. So, und hier zünden wir dann nochmal. Aber wobei, nee, das war nicht der beste Ort dafür. Egal. Egal, passt trotzdem. Wenn wir hier jetzt noch so ein bisschen um die Kurven rumrutschen. Dann ist unten angekommen, unser Nitro auch schon wieder voll. Ja, so hätte die Kurve eben aussehen sollen. Genau so. Nitro!
So nämlich. So wird's gemacht. Wenn man das überlegene Auto hat. Wollen wir auch nicht vergessen, ne? Wollen wir auch nicht vergessen. Oh, knappe 30.000, das finde ich gut. Noch ein Rennen von der Sorte und wir müssten eigentlich den Lancer Evolution ziemlich an die Grenze bringen können. Da waren, glaube ich, noch zwei oder drei Motorteile und die Hilfsgimmicks. Um die sollten wir uns auch noch kümmern. Ja, um die sollten wir uns auch noch kümmern. Denke ich mal schon. Ein 280er Rennen, eines von der Sorte habe ich ja sogar schon mal gewonnen. Also fahren wir da mal eben runter. Und schauen mal, ob ich da vielleicht eine Chance habe. Und selbst wenn nicht, regnet es ja trotzdem eine Menge Asche, ne? Das ist halt das Ding. So, hier können wir ein bisschen abkürzen. Also falls er sich da mal entscheidet, endlich mal die Kreuzung freizugeben, was war denn das für ein Rumgeeiere? Okay, erstens, warum darf ich nicht diese Leitplanke durchfahren? Zweitens, warum bin ich über die Leitplanke drüber gesprungen? Und drittens, warum wurde ich zurückgesetzt, nachdem ich sowieso drüber gesprungen war? Lass mich doch einfach weiterfahren. Wie unnötig. Gut, hier die Felsen, hat man sich wahrscheinlich gedacht, bevor da merkwürdige Glitches passieren und der Wagen nicht weiß, wie er sich hinstellen soll und das Spiel nichts damit anzufangen weiß, da setzt man lieber direkt zurück. Ja, kann ich ja auch verstehen, aber schade ist es trotzdem. Schade ist es trotzdem. So, hier können wir aber wieder, ne? Jawohl. So, dann merkt man auch, wie langsam unser Auto wird. Und genau das soll dem Lancer Evolution nämlich eben nicht passieren. So, Starto. Starto? Starto. Jon, Nie, Each, Stato und Nitro. Direkt am Start natürlich. Dieses Mal nicht, um an allen vorbeizuziehen, sondern um am Start nicht direkt komplett abgeschlagen zu sein. So, nicht zu spät in den Drift gehen, sonst geht es uns wie dem Kollegen da. Und ja, ich wollte die Kamera gerade zu ihm drehen und nein, das hat nicht funktioniert. Der Kollege da vor uns zieht uns gerade ganz schön davon. Ja gut, gegen so ein Viech hier muss man natürlich auch erstmal ankommen, ne? Ein ordentlicher AMG-getunter Motor. Ja, dann sagen wir es mal, wie es ist. Das ist heute einfach die Sportversion von einem Wald- und Wiesen-Coupé. Und hat damit eine, ich sag mal, relativ durchschnittliche Leistung für eine Sportversion von einem Wald- und Wiesen-Coupé. Heutzutage. Aber das ist natürlich deutlich mächtiger als die Top-Rennsport-Supersportwagen-Technologie im komplett overengineerten Nissan Skyline von vor, keine Ahnung, 30 Jahren. Das ist halt einfach der Punkt. Aber wir haben ja auch eine Menge Geld und Zeit reingesteckt. Und deshalb ist der Skyline auch nicht gerade langsam. So, hier ein bisschen Nitro geben. Im Moment sind wir sogar mal auf dem ersten. Und das war gerade die erste Runde, alles klar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe schon gedacht, da wäre ich jetzt zu mutig gewesen. Oder zu leichtsinnig, besser gesagt. Aber es hat ja alles nochmal funktioniert. Und dann bleiben wir natürlich auf den Fersen. Also wenn ich perfekt fahre, habe ich eine Chance. Wenn ich mir irgendwo so einen kleineren Schnitzer leiste, dann ist das halt ganz schnell gewesen. Jetzt einer direkt auf den Fersen, ich höre das doch genau. So, hier könnte ich jetzt mein Nitro gebrauchen, das ich eben verpulvert habe. Andererseits, hätte ich es eben nicht verpulvert, wäre ich jetzt vielleicht schon nicht mal am ersten. Das war nicht optimal.
Es ging, es war noch okay-ish, aber es war nicht optimal. Ach komm, dann fahre ich halt auf der Seite weiter, ist mir jetzt auch egal. So, hier jetzt schnell wieder zurück. Nochmal Nitro zünden. So. Wenn wir die Pace jetzt noch ein bisschen aufrechterhalten, dann haben wir eine Chance. Dann haben wir eine wirklich reelle Chance. So. Bedeutet natürlich auch, dass ich in die erste Kurve nach der Geraden reinprügeln muss wie ein Irrer. So, hier jetzt nochmal Nitro zünden. Das gleiche Spiel wie eben. Beziehungsweise ist es ja gar nicht. Das ist ja ein ganz anderer Ort hier. Oder? Oder war das hier? Doch, ich glaube, das war hier. Noch sind wir ernsthaft vorne. Noch. Er kommt näher, er kommt näher. Hier bergauf geht uns ein bisschen die Puste aus. Hier schon rumgedriftet. Wir haben wieder Nitro. Das ist perfekt. An der Stelle ist es absolut perfekt. Yes. Und so sind wir denn immer noch vorne. So, nicht zu spät in die Kurve hier rein driften. Jetzt immer zu sehr ab zwischendurch, weil ich Angst habe, dass wir zu weit nach innen kommen. Okay, das war jetzt richtig Mist. Das könnte mich jetzt ernsthaft den Sieg kosten. Komm schon, Nitro. Nitro, werd fertig. Yes. Das Nitro war gerade einfach unsere Rettung. Ohne wäre das nichts mehr geworden, aber hey. Sieg auf ganzer Linie. Wunderbar, genau so muss das doch sein. Und wir kriegen die vollen 44.000, fast 45.000. Und ein paar andere fahren sogar noch. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also der Skyline, der ist echt ein treuer Begleiter bis jetzt. Der macht Laune. Gut, okay, nachdem wir jetzt genügend Geld haben müssten, suche ich gerade schon wieder, wo unser Versteck ist, aber es ist ja eigentlich egal. Wir springen einfach zu diesem hier. Wechseln dort das Auto und gucken mal, wie weit wir mit unserem Geld kommen. So. Garage aufsuchen. Ich habe gerade schon mal die Musik wieder gestartet. Willkommen zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. Ja, nehmen wir mal sowas. Genau. Der Ort ist also schwer zu finden. Genau. Jo, hier ist unsere Garage. Da ist unser künftiges Rallye-Auto. Hier ist unser Leistungstuning. Und wir könnten den Motor wechseln. Hätte ich auch vorher dran denken können, ne? Naja, komm, jetzt haben wir so viel Geld schon reingesteckt. Jetzt machen wir auch weiter. So. Konsequenz heißt auch, Holzwege zu Ende zu gehen, oder wie war das? Das hier bringt mehr Leistung und das hier bringt mehr Geschwindigkeit. Beschleunigung bleibt gleich. Hä? Was soll das jetzt bedeuten? Also die Beschleunigung bleibt bei beiden gleich und der hier bringt mir mehr Geschwindigkeit. Was bringt mir dann die Leistungsbewertung? Nehme ich doch lieber den, der mir mehr Geschwindigkeit bringt, oder? Oder sehe ich das jetzt komplett falsch? So, Hilfssysteme, einmal aktiv, Killswitch-Störsender. Eine extra Nitro-Auffüllung, die hätten wir beim anderen Wagen und ein Reparaturkit könnten wir mitnehmen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, ne? Oder alternativ hier passiv, Radar-Störfeld, dass du schwerer zu finden bist. Ja gut, ich hatte ja einen Nitro-Wandler drin. Schadenserhöhung, Schadensreduktion. Ich denke mal, solche Sachen werde ich wohl mal brauchen für die Verfolgungsjagden. Dass wir da nicht ganz so sehr aufs Maul kriegen. Da brauche ich dann vielleicht ein Underground-Auto, mit dem wir nachts unterwegs sind, in dem halt, sowas hier drin ist. Eine Schadensreduktion. Oder ein Radarstörfeld. Gut, für den Moment würde ich sagen, bewirkt, dass der Nitro wieder aufgefüllt wird, wenn du Cops rammst. Ja, lol. Ja, nehmen wir den Nitro-Wandler Drift nochmal für unseren Lancer Evolution.
Und hier bei diesem System die extra Nitro-Auffüllung und so können wir uns auch später noch holen. Wir gehen jetzt erstmal hier in den Tag hinaus und fahren ein bisschen Offroad. Habe ich es gerade richtig gesehen? Der Wagen hat zu viel Bodenfreiheit für den Ladescreen. Das Rad war doch eben im Boden drin. Eine ziemlich kurze Übersetzung, das gefällt mir ganz gut. Der Wagen liegt vielleicht ein bisschen sehr hoch und ein bisschen sehr matschig jetzt. Aber gut, andererseits, genau das kann uns ja bei den... Nette Flammen hinten, aber das wollte ich gar nicht. Genau das kann uns ja bei den Rennen gerade helfen. So, und ich möchte jetzt hier runter. Empfohlen 240, ja gut. Bin ich immer gespannt, ne? Na gut, sei es wie es sei, ich würde sagen, ich hole euch ab, sobald ich da bin. Bis gleich. So, auf der Flucht. Ich hoffe, es war gerade noch ganz kurz lesbar. Wir sind da und... Ja, eben. Diese Sequenz hier, die kennen wir ja eigentlich schon, aber ich habe mir gedacht, komm, die nehme ich jetzt einfach mal gerade nochmal ganz kurz mit. Machen wir nochmal eben die paar Meter. Weit ist es ja eh nicht. Und ich wollte mal gerade noch ganz kurz erzählen, was ich denn von meinem Lancer Evolution halte. Was soll ich sagen? Er fährt sich schon so ein bisschen wie ein Sack Nüsse. Wir biegen rechts ab. Also das Kurvenverhalten ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, Offroad-mäßig... Und wieso? Nun ja, die Regierung mag offenbar keine unangepassten Bürger. Offroad-mäßig sollte das eigentlich alles ganz gut funktionieren. Da macht der Wagen Spaß. Wir hätten es fast nicht geschafft. Seit wir hier sind, veranstalten wir Rennen, um nicht aus der Übung zu kommen. Man weiß nie, ob man nicht irgendwann plötzlich abhauen muss. Und wofür braucht ihr mich? Man wird nur besser, wenn man gegen die Besten fährt. Und wir müssen besser werden. Ja, soweit so nett. Was ich noch sagen wollte, das Achtganggetriebe hätte ich mir sparen können. Der Wagen, der wird im sechsten Gang bei, keine Ahnung, roundabout 260 sowas wahrscheinlich, ausbeschleunigen. Und ob ich ja noch einen Gang nachlege oder nicht, ich glaube, der Wagen wird nicht mehr schneller. Da fehlt einfach die Leistung für. Wir sind da. Aber wir wollen auch gar nicht die Leistung. Wir wollen die Leistung, die wir haben. Aber mit den LKW hast du es aber auch, hä? Wir wollen die Leistung, die wir haben, effektiv auf Matsch und Dreck und hast du nicht gesehen, auf die Straße bringen. Wir haben heute einen das ist der Plan. Der euch richtig einheizen soll. Ich hoffe, ihr haltet dagegen. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. 3, 2, 1 und Feuer frei. Hallo, finden wir heute nochmal Grip? Ich hoffe, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Hat er gerade nur über die Vorderachse gespult? Was war das denn? Wozu habe ich den Allradantrieb hier? So, und hier seht ihr schon, hier werden wir jetzt nicht ganz so sehr ausgebremst wie mit dem, Dings, mit dem Skyline. Deswegen kommen wir hier auch gerade einigermaßen klar. Obwohl wir eigentlich gar nicht den Leistungsindex haben. Aber der Wagen hier, der bringt das Wasser hat wenigstens auf die Straße. Oder eben gerade nicht auf die Straße. Ihr wisst, was ich meine. Wow. Du musst in diesem Rennen nicht nur mich besiegen. Ja, was heißt denn dann nicht nur? Alle anderen habe ich doch hinter mir. Was willst du von mir? Na, ich spüre doch die Unterlegenheit. Aber das Auto kann wenigstens ziemlich gut damit umgehen. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Driftverhalten finde ich nicht ganz optimal. Vielleicht wäre es besser gewesen, den Wagen doch weniger driften zu lassen. So, ich muss mir mal gerade ein bisschen davon nitronen. Sonst wird das hier nichts mehr. Was glaubst du, was ich hier versuche? Oder meinst du deine Kollegen? So, bin ich ja mal gespannt. Also ich würde sagen, es ist möglich, das noch zu gewinnen.
Ob ich das schaffe, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber möglich ist es. Ja, natürlich auch so ein bisschen von solchen Kurven hier ab. Ja, genau, da müsst ihr hin. Aber vielleicht nicht jetzt, weil jetzt bin ich da. Ach, verdammt. Ja, die Kurve war jetzt alles andere als optimal, ich weiß es, ja. Aber es macht nichts, jetzt bin ich erstmal wieder vorne. Und ich habe gerade nicht mehr so ganz gesehen, wo die Strecke lang führt. Verdammt. Gut, dafür habe ich auch gleich wieder Nitro zur Verfügung. Komm schon, ein bisschen noch. Hat auch ein bisschen abgekürzt, war ein bisschen frech, ich gebe es ja zu. Aber es funktioniert so. Und da habe ich mein Nitro jetzt wieder. Checkpoint hat er noch gewertet. Mach hier aber auch Fahrspuren auf, wo gar keine sind, aber. So, und hier jetzt nochmal eben einmal durchboosten. Und dann haben wir das. Jawohl. Du hast uns alle bloßgestellt. Genau das wollte ich. Also ich sag mal, dafür, dass der Wagen vom Index her eigentlich unterlegen sein sollte, ging das jetzt noch ziemlich ausgeglichen, das Rennen. Das war in Ordnung. Das war nicht schlecht. Ich denke, jetzt können wir reden. Der Showdown erwartet eine Lieferung mit High-End-Modifikationen, welche in die Stadt geschifft werden. Allerdings werden die sie nie erreichen. Fahr nochmal gegen uns und zeig dieselbe Leistung wie hier. Dann gehört eins dieser Teile dir. Deal. Ich sag Bescheid, wenn wir soweit sind. Achso, das war's also noch gar nicht. Ja, gut. Aber die Mission haben wir damit. Und es war natürlich nicht die nächste Story-Mission. Die nächste Story-Mission, die findet ein bisschen woanders statt. Sag mal, was ist eigentlich mit diesem Antrieb los? Warum gehen wir beim Start nur die Vorderräder durch? Das ist doch nicht normal. Muss ich mal gucken, bei welchen Modifikationen ich die meiste Geschwindigkeit habe liegen lassen. Vielleicht stelle ich den Wagen doch nicht ganz so offroadig ein und hole mir dafür eine etwas bessere Wertung. Mal gucken. Andererseits, der Wagen soll ja gerade offroad gut sein. Ah, ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt erstmal, wie er ist. Und sehe zu, dass ich nochmal Geld einfahre. 160er Rennen. Ah, das könnte man eigentlich noch eben machen, ne? Machen wir das noch eben. Natürlich nicht auf Mitsubishi, sondern dafür wechseln wir wieder auf unseren guten alten Skyline. Wobei, warte mal. Gut, wir haben 24.000. Ja gut, ein bisschen Geld brauchen wir ja eh noch. Können wir noch ein bisschen was hier in diesen Wagen reinstecken. Und dann legen wir uns gegebenenfalls nochmal mit den Cops an. All dieweil, je weniger Geld ich habe, desto weniger kann ich verlieren, wenn es schief geht. Wir wissen Bescheid. Was? Nein! Ich war in Gedanken. Das ist das falsche Auto. Nein, nein. Ich erspare euch mal kurz die Ladescreens. Ich wechsle mal eben das Auto und starte das Rennen dann nochmal. Bis gleich. Okay, Leute, da sind wir wieder. Und diesmal mit dem richtigen Auto. So. 3, 2, 1 und go. Ja, der zieht doch gut, unser Skyline. Der zieht doch gut, nach wie vor. Ja, muss ich den Wagen jetzt hier mal mit viel Schwung in die Kurve schmeißen. Mist, dass der BMW gerade hier auf der Ideallinie rumstand. Ich hätte doch lieber in die Barriere reingeknallt als in ihn. Aber so oder so, wir sind vorne. Da kann man doch mit leben. Also die Strecke führt hier über Kreuz. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass das Feld sich nicht so weit auseinanderstreckt, dass es ein Problem bereitet. Aber wir werden sehen. Oh mein Gott, viel zu weit rausgetragen. Komm schon zurück auf die Strecke. Und Nitro zum Kompensieren meines Fehlers. So, hier habe ich schön viel Schwung mitnehmen können. Das sieht nach einer Haarnadel aus.
die ich einfach mal komplett abräume. Ja klar, warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Ist ja nicht so, als hätten die Barrieren irgendwie ein Gewicht oder so. Ach komm, hier zünden wir nochmal. Hier führt die Strecke wieder über Kreuz. Nein, komm rum, was ist los? Ich wollte doch ein bisschen zu schnell jetzt. Dabei habe ich schon ein bisschen langsamer gemacht vor der Kurve, aber hat nicht gereicht. Ich hätte wahrscheinlich noch deutlich früher den Drift einleiten müssen. Hätte es auch funktioniert. Langsamer fahren oder früher driften. So. So, vierte passt nochmal besser. Hier kommt jetzt wieder meine Lieblingshaarnadel von eben. Ich fahre sie genauso schäbig wie zuvor, nur dass dieses Mal weniger Barrieren übrig waren. So, hier kann ich nochmal zünden. Eine zündende Idee von mir, ha? Genau, so ist es nämlich. Letzte Runde. ...260 auf die Kurve hier zu. Ich lenke jetzt schon ein. Okay, war zu früh. Verdammt. Für die Kurve muss ich tatsächlich einfach ein bisschen langsamer sein. Na gut, macht nichts. Lass mal vorne. Boostet im Zweifel halt auch das Ego so ein bisschen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was passiert hier? Hallo, kriege ich meine Karte mal langsam wieder? Danke. Oh, nee. Was war's denn jetzt für Mist? Ah, komm schon, Skyline. Den ersten holen wir nicht mehr, dafür ist das Rennen zu kurz. Und alle anderen haben wir so weit abgeschlagen, dass sie uns egal sein können. Verdammt, dabei lief's doch eigentlich echt gut. Die Kurve sind wir auch ganz gut rumgekommen. Jetzt haben wir sogar wieder Nitro. Aber es reicht nicht mehr. Ah, schade. Schade, habe ich das ganz schön weggeschmissen. Ja, andererseits, so Dinge passieren, nicht wahr? 36.000 immerhin. Ja. So mache ich dann jetzt weiter. Ich würde sagen, ich weiß auf jeden Fall, wann ich weitermache. Und zwar in der nächsten Folge. Genau, so sieht's aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, die Runde hier hat ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Session wollte ich gerade sagen. Aber ja, das eventuell auch. Gut, wie auch immer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Kerge.